Ups. Da ist Kacke mit dem Raustemmen. Sigrid! Und ich, wir haben eine Tochter. Die kleine Dorte. Okay. Mein Mädchen arbeitet gern mit ihrem Papa in der Schmiede. Ah, okay, alles klar. Ein Chicken. Was ist hier noch Schönes? Halt schon geil, dass sie komplett Open World ist. Ja, ich hab's gedacht. Ich hab gedacht, sieht dann irgendwie aus, wenn ich die auf dem Schoß habe, ne? Nichts Schweiniges oder so, einfach nur auf dem Schoß habe. Süße Mädchen. Dorte muss mehr Zeit im Garten verbringen. Ich könnte ihre Hilfe gebrauchen. Dann sprechen wir doch mal mit Dörte. Wenn Dörte mehr Zeit mit ihrer Mami im Garten verbringen soll, wenn wir die zufällig treffen, die Dörte, dann sagen wir ihr das mal, ne? Okay, hier ist Ende. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, sie haben... Schlafender Riese. Das ist halt auch cool, dass nicht die Quests hier überall aufblinken, sondern du musst halt wirklich mit den Leuten reden, ne? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Das ist doch der Sven wieder, der Böse. Darf ich euch um etwas bitten? Ich will ja nicht um irgendwas bitten. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Ich bin vom Fach. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade geklickt habe. Spielt der uns jetzt was vor? Ausgebildet. Genau wie mein Vater und sein Vater vor ihm. Ein Fiedler. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, mit Frevelsheit Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang, und kommt unser Entführer so in Garde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Schön hat er das gemacht, ne? Der Sven, doch nicht so ein schlechter. Aber der Text war super. Kommt man, ist ein bisschen Revolution hier mit drin, ne? Leicht punkig angehaucht, das Lied. Ihr seid so ein bisschen Arbeiterlieder. Delfin. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Zimmer mieten? Nee, will ich nicht. Das heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Das ist richtig, ist kein Gerücht. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Warum? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Ragnar. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Applaus. Geil. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich alles zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Sprich mit Aventus Aretino. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Krass. Geht ja richtig ab hier. Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Hier in Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Feendal und Sven werben beide um Camillas Gunst. Na, das wissen wir. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Ja. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Ja, der versteht sich mit seiner Alten hier, ne? Hier. Seht euch das an.
Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Tötet Banditenanführer in Festung Waldheim. Jetzt wird's so langsam interessant. Wollt ihr euch in die Luft sprengen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Okay, whatever. Kaufen will ich jetzt nichts. Gibt's hier noch was? Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ja, genau. Ich bin der Gast und hab hier herumgeschnüffelt, Delfin. Kriege ich eigentlich Schaden vom Feuer? Nö. Okay, geht's hier noch hoch? Nee, anscheinend nicht. Hier drin auch nicht, oder? Nee, direkt Dach? Okay, alles klar. Dann raus. Ja, am Anfang muss man ja... Normalerweise, glaube ich, werde ich das nicht jetzt alles so exakt hier durchspielen. Aber am Anfang muss man ja schon mal gucken, ne? So, jetzt speichere ich mal. Ich will nämlich mal was probieren. Denn hier kann ich auch Alvos und Sigrids Haus kann ich öffnen. Und da steht nichts drauf, dass das irgendwie stehlen oder irgendwas ist, wie bei den Kisten. Also gehen wir doch einfach mal rein. Aber das ist wahrscheinlich, weil da jemand drin ist. Nee. Bett fremd. Okay, hier kann ich aber jetzt nichts stehlen. Die Münzen wenigstens? Nee, auch nicht. Okay, dann gucken wir uns einfach mal um. Wir nehmen ja nichts mit. Wir sind ja lieb. Okay, gut. Bringt jetzt nichts. Aber wir haben mal aufgemacht hier, ne? Ah, dann macht er automatisch speichern eh, okay. So, hier hinten ist nichts mehr. Da hinten geht's raus. Hier ist auch Ende. Finito. So, und hier war schon der Schmied, ne? Dann ist schon durch hier. So, dann können wir uns doch jetzt mal angucken. So, also vor dem Sturm. Rallos Schwester Gerdin hatte ich gebeten. Ach, das ist die Hauptquest. Okay. Die goldene Klaue. Sie wurde von Räubern gestohlen. Und das hier ist Verschiedenes. Kann ich die jetzt alle anklicken? Dann gucken wir doch einfach mal, was hier in der Nähe ist. Nee, abbrechen. Hier bin ich ja, ne? So, das hier, ne? Bring die goldene Klaue in deinen Besitz. Das machen wir doch jetzt als erstes Mal. Möchtest du deine Markierung bewegen oder entfernen? Entfernen. So. Ödsturzhügelgrab. Bring die goldene Klaue an in deinen Besitz. Okay. Dann machen wir das mit der goldenen Klaue. So, und hier Verschiedenes machen wir mal weg. Die goldene Klaue, das hört sich doch cool an. Ich glaube, ich weiß nicht, was dann passiert. Also ich glaube, es geht dann einfach, die Reputation gibt es hier, glaube ich, auch, so wie ich das mitbekommen habe in den Gebieten hier. So, wo ist jetzt aber die Tante? Also, dass sich irgendwie halt, dass sie dann böse auf dich sind irgendwann, wenn du zu viel klaust. Bin mir nicht sicher. So, du wolltest mich doch begleiten. Ihr seid nicht von hier. Da sind wir schon zu zweit. Ach, die hat es mir nur gezeigt. Die ist nur mit mir rausgegangen, hat mir es gezeigt. Saß sie jetzt richtig? Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Saß sie jetzt richtig in ihrem Stuhl? Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen, um so mit semi. Lukan zu arbeiten. So semi. Es wird besser, es wird besser. Sie gelobt Besserung, sagen wir mal. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Da wie die Zeit vergeht. Ich spiele jetzt schon wieder 2 Stunden dieses Spiel und habe eigentlich noch gar nichts gemacht. Das ist echt hart. Keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Ist das hier ein Weg? Nee, das ist ein Wasserfall. Kann ich schwimmen? Ja, das ist ein bisschen, wenn du ganz am Felsen dran bist, da muss ich hoch, ne? Richtig? Ups. Hey, jetzt habe ich schon wieder eine Markierung gesetzt. Da muss ich irgendwie hochkommen. Keine Ahnung, wie.
Da oben sieht man so eine Zinne hier. Hier scheint ein Weg zu sein, oder? Hm. Guck mal hier und los geht's. Bin gespannt. Mein erstes Abenteuer in Skyrim. Oh, hier ist schon mal so ein Wachturm oder so. Oh oh. Da ist noch einer. Burn in hell. Ach, alle drei tot. Geil. Pelzschild. Rüstung 16. Da waren die anderen wesentlich besser, ne? Eisenpanzerhandschuhe. Rüstung 11. Das heißt 0, ne? Okay. So, Langbogen habe ich schon. Nordmet. Oh, das wollte ich gar nicht mitnehmen. Wo lag der dritte? Der lag noch weiter hier unten, ne? Hier. Oh, cool. Stahlstreitkolben habe ich. Nee, habe ich nicht. Okay, neue Waffe. Neue Waffe. Eisenstreitkolben habe ich vorher gehabt. Stahlstreitkolben. Da muss man auch immer dran denken, den hier wieder rauszunehmen, ne? Ach, das kann ich nur übers Inventar machen, ne? Hier, so. Geil, kann ich eigentlich nochmal draufknüppeln? Haha, kann ich die eigentlich auch irgendwie nehmen? Ne. So, jetzt gehen wir mal da rein. Erstmal in den kleinen Turm hier. Auf jeden Fall schon sehr cool. Und auch krass, dass man einfach alles mitnehmen kann. Das habe ich mir bei Skyrim auch, bei Fallout 4 auch vorgenommen. Drehst du irgendwann durch, wenn du das wirklich machst. Sogar der große Gronkh hat sich irgendwann einen Cheat drauf gemacht, dass er irgendwie, keine Ahnung, 4000 Inventarplätze hat oder so. Finde ich jetzt nicht schlimm, persönlich, aber er sagt ja halt immer, er will sowas nicht machen. Aber da muss man es machen, also ich verstehe ihn da auch vollkommen. So. Den haben wir schon. Aber man kann sich das auch angucken, das ist ja cool. Ne, das ist unter Bekleidung. Hier, 25, ne? Bebänderte Eisenschild. Genau dasselbe. Zwei Händer will ich nicht. Ich nehme entweder Einheit und Schild oder hier, wie heißt, bisschen Magic dazu. Finde ich geil. Granatstein. Rolle des Schreckenszombies. Belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für euch kämpfen. Ja, klar. Winziger Seelenstein. Was auch immer der bringt. Bögen verursachen 60% lang 20% mehr Schaden. Auch cool. Kupferdiadem des Onyx. Was bringt mir das? 0 Rüstung, 2 Gewicht, 50 Wert. Kann ich das anziehen? Ich kann jetzt auch Sachen in die Truhe legen, ne? Ach, nee. Das geht nicht. Okay, das wäre auch gut. Schlecht. Ach, das ist ein Kopfschmuck. Jetzt check ich das. Oh, das sieht bestimmt auch geil aus, aber ich bleib beim Offiziershelm.
So, okay. Das Ding war jetzt nur für die Rüstung. Okay. Das sieht halt schon super fett aus hier, ne? So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Hier. Okay, wie komme ich da hin? Na, hier hinten wahrscheinlich irgendwie hoch. Kein Plan. Also für alle, ich mache jetzt das, die YouTube-Folge, die ich gerade aufnehme, geht jetzt noch so 5 Minuten circa. Und dann mache ich eine Pause. Aber nur kippen. So 5 Minuten, sag ich mal. Und dann geht's weiter. Ich muss dringend mal aufs Klo oder Kipp rauchen. Und mal meinen Kids noch Hallo sagen. Die sind jetzt alle zu Hause. Und dann geht's weiter. Ist ja zum Glück kein MMO. Hier kann man ja, ist ja keine Ini, ne? Kann ich ja einfach Pause machen. Ödsturzhügelgrab. Wir sind angekommen, Leute. Nicht, weil ich meinen Kids da Hallo sage, natürlich. Ich habe auch gleichzeitig zu meiner Frau gesagt, stürmt nicht einfach hier rein ins Zimmer. Ihr müsst nicht live im Internet zu sehen sein. Also meine Frau schon, aber meine Kids will ich da schon ein bisschen raushalten. Haben wir hier noch irgendwas? Wenn die mal groß genug sind, dann mache ich einen Koop. Dauert aber noch ein bisschen. Ich bin also auch nicht schneller jetzt, oder? Nee. Jetzt gehört ihr mir. Komm schon, Junge. Tschüss. Aber der hat mal einen Monsterstreitkolben hier dabei. Achso, wegen der Pause. Ja, natürlich. Nicht, dass ich verdurste, oder? Oder so, wie irgendwelche asiatischen WoW-Spieler. Stahlkriegshammer. Steht eigentlich irgendwo dabei, ob das ein Zweihänder ist? Weil der macht ja 11 Schaden mehr, ne? Nee, pass mal auf. Waffen. Ich habe im Moment den Stahlstreitkolben, der macht 11 Schaden. Und das hier macht 22 Schaden. Aber das war wahrscheinlich ein Zweihänder. Ich nehme den mal mit, ich will das einfach mal wissen. Schlechter, schlechter, okay. Waffen. Wo ist er denn? Stahlkriegshammer. Ja, links, rechts. Okay, verstanden. Alles klar. War ja auch logisch. Also das wäre jetzt... Krass, wo ist... Wo? Hier. Burn. Oh, schön. Ja, ja, das sind schon wahnsinnige Leute. Langbogen haben wir. Eisenpfeile. Okay, Rest brauche ich nicht. So, da unten lag noch eine Leiche irgendwo. Der hier. Dietrich Gold. Eisenpfeile, fertig. Hat da jetzt schon wieder einen an den Bogen gespannt? Ich hab doch was gehört. Ja, ich bin so typisch, ich muss halt hier alles absuchen, ne? Das ist bei solchen Spielen halt einfach fatal, aber das macht so viel Spaß. Hier einfach durchrushen, rushen wäre halt auch des Spiels nicht würdig, meiner Meinung nach. Also ich habe es ja noch nie gespielt. Ich weiß ja nicht, ob es gut ist oder nicht. Aber man hört halt nur Positives von diesem Spiel. Außer, dass die Main Story irgendwann so in den Hintergrund gerät, weil man immer irgendwelche andere Scheiße zu tun hat. Dass man halt in der Story, wenn man mal ein bisschen Pause macht, nicht direkt weiß, wo man ist und was los ist. Aber dafür gibt es ja eine Quest-Text-Zusammenfassung. Die ist ja immer ganz nett. Zum Beispiel hier jetzt.
Die goldene Klaue. Lucan Valerius in Flusswald bietet mir Gold für die Wiederbeschaffung seiner antiken goldenen Klaue an. Sie wurde von Räubern gestohlen und ihr Lager im Ödsturzhügelgrab aufgeschlagen haben. Ganz simpel. Dann machst du das und gut ist. Und hast Spaß dabei. So, und genau hier mache ich eine Pause.